Buongiorno! Heute machen wir traditionelle Spaghetti Napoli. Jetzt denkt ihr euch so, was ist jetzt an Spaghetti mit Tomatensauce so besonders? Ich sag's euch, die Tomatensauce. Ja. Ja, ist halt einfach Fakt. Die Tomatensauce ist die beste, die ich je gegessen habe. Denn wir machen alles von der Pike auf. Nennt man das von der Pike auf? Ja. Also von Grund auf. Wir nehmen nämlich keine Tomaten aus der Dose. Wir nehmen frische Tomaten. Wir nehmen alles frisch. Frisch, frisch, frisch. Also dranbleiben. Ich würde sagen, jetzt erstmal ganz schnell kurz abonnieren, Glocke bimmeln, kommentieren, liken, disliken, was auch immer. Schickt das Video euren Freunden, eurer Familie. Und dann kauft ihr hierfür ein. Und dann geht's richtig los. Und ich würde das Video bis zum Schluss gucken. Also keine Ahnung, ob es zum Schluss ein paar Tipps gibt, aber während des Videos habe ich so ein paar Tipps, wie ihr al dente Nudeln macht und so weiter. Also dranbleiben lohnt sich, denn heute gibt es Spaghetti Napoli. Oh, ihr kleinen Feldhasen, wir machen das, was wir immer machen. Und was machen wir immer? Richtig, wir legen los. Denn würden wir jetzt hier einfach nur stumpf stehen bleiben, dann... Wäre es ja langweilig. Und der Topf wäre weiterhin leer. Das stimmt. Das kann man ja nicht machen. Nein. Nein. Und deswegen geht's jetzt los. Das Erste, was wir nämlich jetzt mal machen, ist, wir nehmen uns eine Zwiebel, Sellerie, Karotte und Knoblauch. Das tun wir alles schälen und dann tun wir das ganz fein hacken. Also... Wenn wir eine Bolognese machen, dann nehmen wir quasi Selleriestreifen und auch Karotte gerieben. Mhm. Dann ist das alles sehr grob. Aber hier soll ja eigentlich die Tomatensauce im Fokus sein. Deswegen macht das keinen Sinn, wenn das Gemüse jetzt so Brocken hat. Deswegen schneiden wir das alles sehr klein, dass das quasi geschmacklich für die Explosion sorgt, aber zünglich gar nicht bemerkbar ist. Okay. Ja. Und dann nehmen wir auf jeden Fall das Sellerie, die Zwiebel, das Knoblauch und die Karotte. Und dann tun wir das mal mit ein bisschen Salz in Olivenöl anbraten. Puh. Das haben wir schon mal ein gutes Aroma hier. Und während das anbrät, tun wir, und jetzt kommt's, unsere Tomaten nehmen. Und da muss ich auch erstmal dazu sagen, im Rezept steht Riespentomaten und San Manzano. Wir haben jetzt heute nur Riespentomaten, aber ich schwöre euch, wenn ihr die Möglichkeit habt... Nein, darfst du nicht. Rispentomaten, nicht Riespentomaten. Rispen. Rispen ist das, wo die dran wachsen. Sag ich doch. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Also... Wie gesagt, im Rezept steht San Manzano und Rispentomaten. Problem ist, ich habe jetzt gerade nur Rispentomaten bekommen, weil unser Supermarkt nicht immer San Manzano auf Lager hat. Also es ist eigentlich auch völlig egal, aber ich schwöre auf San Manzano. Also wenn ihr es habt, dann macht es auch so, wie es im Rezept steht. Und die tun wir erstmal waschen und vom Stück entfernen und ein bisschen klein schneiden. Und dann nehmen wir einen Foodprozessor. Also alternativ könnt ihr auch stückige Tomaten oder Tomaten passiert aus der Dose nehmen, aber... Wir wollen heute mal eine richtig bombastische Tomatensauce machen und deswegen empfehle ich einfach die originalen Tomaten zu nehmen. Ganze Tomaten zu nehmen, genau. Frische Tomaten. Richtig. Und die passieren wir, weil... Pürieren. Ja, aber das ist ja eine passierte Tomaten. Ja, aber... Ja, also passieren. Nee, passieren ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber ja, ist okay. Pürierte Tomaten. Okay. Und da wir weiches Gemüse haben wollen, muss natürlich die Zwiebel, die Karotte, der Sellerie und der Knoblauch 15 Minuten auf mittlere Hitze braten, weil Zwiebel alleine schon ziemlich lange braucht und die Karotte auch, bis es weich wird. Und wenn die 15 Minuten rum sind, dann nehmen wir unsere passierten Tomaten und kippen die mit rein und machen dann noch Salz, Zucker und Lorbeerblatt dabei. Ich glaube, das war auch alles. Lassen das auf höchster Stufe aufkochen. Und wenn das aufkocht, dann stellen wir die Stufe wieder runter auf Mittel und lassen das Ganze 45 Minuten lang köcheln und rühren ab und zu ein bisschen um. Jo, außerdem müssen wir auch noch
Tomatenmark hinzufügen und wir müssen Basilikumblätter und Thymian richtig fein hacken und das geht natürlich auch in die Soße, weil wir wollen ja auch ein bisschen Italiano-Geschmack haben. Was lachst du denn jetzt schon wieder über mich? Immer bin ich hier die Lachnummer, aber wenn du isst, sagst du, wie im Restaurant. Ja, nenn mich Luigi. Leute, diese Tomatensoße hat mein Leben verändert. Ich bin einfach ein glücklicherer Mensch dadurch geworden. Und während das vor sich herköchelt, bereiten wir dann auch schon mal unser Wasser für die Spaghettis vor. Und da habe ich was gelernt und das hat mein Leben verändert. Und zwar ist ja auf jeden Fall kein Geheimnis mehr, dass man einen großen Topf mit sehr viel Wasser benötigt, wenn man Spaghettis kochen will. Aber, und jetzt kommt's, das Wasser muss gesalzen werden, dass es beim bloßen Schmecken erinnert an Meerwasser. Jetzt denkt ihr euch, boah, dann sind die ja mega versalzen. Nein, definitiv nicht. Das werden die besten Nudeln eures Lebens. Könnt ihr mir vertrauen? Vertraust du mir auch? Immer. So stark. Jo, und das Wasser tun wir dann schon mal in den Topf und machen das Salz dabei und schmecken dann alles ab. Und wenn es dann irgendwann sehr salzig ist, so wie Meerwasser, dann ist gut, dann können wir das zum Kochen bringen. Und dann tun wir unsere Nudeln al dente kochen. Und da habe ich auch wieder was gelernt. Willst du wissen, wie man Spaghettis al dente kocht? Ja. Man sagt ja immer, dass man die an die Decke schmeißen muss. Und wenn die, wenn die kleben bleiben, sind sie gut. Nee. Pass auf. Du nimmst dir eine Spaghetti aus dem Topf. Und dann beißt du rein. Und dann guckst du rein. Und wenn minimal nur ein ganz, ganz kleiner Punkt noch drin ist, der quasi roh aussieht, so ein ganz minimaler Punkt, dann ist es Zeit, die rauszunehmen. Weil dieser Punkt tut, wenn die draußen sind und abkühlen, dieser Punkt quasi noch verschwinden? Ja, verschwinden, weil die weich durch die Restwärme wird. Und dann sind die perfekt. Okay. Deswegen waren die auch so lecker beim letzten Mal. Okay. Ja, und dann sind wir auch schon eigentlich fast am Ende. Was mir aber gerade noch einfällt, ist, dass die Tomatensoße leicht verkochen kann, weil es ja natürlich 45 Minuten auf dem Herd steht und da tut natürlich Wasserdampf verdampfen. Wenn ihr also die Soße wieder etwas flüssiger haben wollt, nehmt einfach dieses richtig salzige Kochwasser und macht davon ein bisschen was dabei, bis die Soße wieder so ist, wie die Soße sein sollte. Das würzt auch gleichzeitig die Soße mit und es ist einfach perfekt. Tja, und dann, wenn die Nudeln al dente sind und auch wenn das Sößchen fertig ist, dann geht's zum Anrichten. Und pass auf, hältst dich fest? Ich halte mich fest. Ich habe nämlich wieder einen Trick. Kennt ihr das Problem? Ihr macht euch Spaghetti mit Bolognese, Tomatensauce oder was auch immer. Ihr nehmt diese trockenen Spaghettis, die dann quasi kurz nach Abschöpfen zum Klumpen sind. Und ihr tut auf euren Teller, macht Soße drauf und dann ist eigentlich ziemlich doof, weil entweder habt ihr die Option, 3/4 eurer Gabel ist voll mit Soße oder ihr holt so ein bisschen Nudel raus und da ist so gut wie gar keine Soße drin. Richtig? Jawohl. Das ist ja Hass. Ja. Ich habe einen Trick. Und zwar ist der Trick einfach, in einem extra Teller vorher das ganze Zeug schon zu mischen. Oder in einer extra Schüssel. Ja. Und dann auf den Teller. Das ist schlau. Dann ist gleichmäßig überall Soße. Und man hat ganz viele Sauerei hinterher. Und dann nimmst du noch den Parmigiano Reggiano. In vegan. Und dann rivalst du dir den noch ein bisschen drüber. Ja, passt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und dann ist auch schon das Essen wieder fertig. Und dann zeigen wir uns auch gleich mit dem fertigen Teller. Und das, meine Freunde, Spaghetti Napoli. Bist du auch ein bisschen angeturnt hiervon? Aber sowas von. Es turnt mich auch an. Und deswegen esse ich mir jetzt ganz schnell. Und du kriegst dann vielleicht auch was, wenn was übrig bleibt. Das und ich würde sagen. Und ich würde sagen, das ist die beste Tomatensauce, die du jemals gegessen hast. Und deswegen wird es Zeit, dass die schnell nachgemacht wird. Und damit wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen und ich wünsche einen guten Appetit.